Ekapada Setu Bandhasana ist die Brücke mit einem Bein. Archana zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage oder auch der Schulterstand. Wenn du Ekapada Setu Bandhasana vom Boden aus machst, beugst du von hier die Knie, du gibst die Fußsohlen auf den Boden, du hebst das Becken hoch und unterstützt den Rücken mit den Händen. Wenn du flexibel genug bist, streckst du dann die Beine aus. Es gibt viele Variationen von Setu Bandhasana. Von hier kannst du jetzt das rechte Bein heben und senkrecht hoch bis zur Decke und den Zeh zur Decke hin ausstrecken. Das ist dann Ekapada Setu Bandhasana, also ein Fuß nach oben. Manchmal wird es auch genannt Ekapada Uttita Setu Bandhasana. Uttita heißt aufgerichtet, also ein Bein aufgerichtet in Setu Bandhasana. Diese Stellung stärkt natürlich die Arme, weil das Gewicht auf den Händen ist, stärkt auch den Quadrizeps, der ja auch einiges tragen muss, je nach Variation, und fördert natürlich auch die Koordination. Wenn du ein Bein ausreichend geübt hast, senkst du es wieder und kannst das andere Bein heben.